Endlich wieder Bundesliga. Schleißheimer Straße, Digga. Übrigens, spielt Bayern gegen Leipzig. Und wir sind morgen dann auch noch in Köln. Am Sonntag dann auch noch in Hamburg. Wir haben eine kranke Tour vor uns. Jani hat gesagt, der Pegel explodiert. Liegt vielleicht auch daran, 100 Liter Freibier. Wir machen es so. Jeder sucht den Spieler raus, unter 10 Millionen. Einer am besten heute Abend, einer Samstag, einer Sonntag, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck, mir egal. Unter 10 Millionen, wer am wenigsten Punkte macht, springt in die Elbe am Wochenende, am Sonntag in Hamburg. Hey, ich fange an, heute Abend, Janis Blaswig, Torwart, Leipzig, Bayern, bis auf die Kiste, 110 Millionen, 8-1 Marktwert, 8-7. Ansgar Knauf morgen. 15:30, 100er. Ist perfekt, weil den hab ich gewählt. Wen nimmst du denn? Wir sind so uneinig. Cut, wir kommen gleich wieder. Der Live-Matchday ist an der Wand. 10 Minuten bis Spielbeginn. Die Leute haben ihre Aufstellung. Habt ihr Aufstellung fertig gemacht? Ja. Ja, steht. Aufstellung stehen, von daher kann das Ding gleich losgehen. Das Ding ist, nur Bench. Weißt du, alle haben die Aufstellung fertig, nur Bench ist noch am rummachen, wen du aufstellen sollst. Sag mal ein Duell, zu wem überlegst du denn? Palacios oder Stindl? Ihr werdet später erfahren, warum. Die Wette steht. Wir haben uns entschieden, ich schicke Janis Blaswig ins Rennen. Heute Abend gegen die Bayern ordentlich was auf die Kiste. Tiddy hat sich für Ansgar Knauf entschieden. Ansgar Knauf? Ansgar, Junge! Morgen gibt's Spiel Frankfurt gegen Schalke und Ben Sonntag, Nasse. Lars Stindl, 200er Sonntag. Fühlt sich irgendwie falsch an, das zu sagen. Ich fühle mich nicht so richtig wohl damit. Herzlichen Glückwunsch allen. Ihr habt es geschafft, in 90 Minuten pünktlich zum Anstoß die 100 Liter wegzumachen. Ein respektables Ergebnis, würde ich sagen. Ey, vor Anpfiff einfach 100 Liter versoffen, die Jungs. Macht doch einfach in den nächsten Minuten nochmal 100 Liter weg. Ja! Was meinst du heute Abend? Ja, 2-1 für Leipzig auf jeden Fall, dann die Olmo Doppelpack. Safe Nummer. Mir egal. Aber ich glaube leider, die Bayern machen es. Leider. Du bist vor dem Bein. Ansgar, Abi. Ansgar. Thilo hat Date, Digga. Zweifachen Kickbase-Meister hier. Kickbase-Meister 17, 18, was war 2021? Ja, war mein bester Kumpel. Der hat Patrick nicht vermutet. Toll, wie läuft die erste Halbzeit für dich? Ja, schauen wir mal rein. Gnabry. 100. Kleiner Typ. Schön, ja. Also, das Sound ist ein bisschen schwach heute, die sind immer hinten dran. Live-Matchday. Super. So, ich weiß ja, dass viele Leute Kickbase geil finden, ne? Aber keiner findet Kickbase so geil wie der Kollege. Pass mal auf. Ey, hätten wir auch rot geben können. Hätten wir auch rot geben können. Ey, das ist rot! 46 Punkte. Ich sehe mich nicht in der Elbe Sonntagabend. Es gewinnt tatsächlich der niedrigste Gnabry MVP-Tipp. Quirin Kreitmeier. Ja! Du bist einmal die official KBFC Kickbase-Hat. Super Kickbase! Ey, super Kickbase! Also der niedrigste Gnabry ist natürlich... Das war endlich wieder Bundesliga aus München. Kranker Abend, 1-1 ausgegangen. Alle heizen weg, Besitzer gehen heute Abend. Schlafen gar nicht heute Nacht wahrscheinlich. Und alle... Wer war ein Kacke heute? Alle meine Spieler. Musiala. A.k.a. mir auch. Ich auch. Gehen sofort schlafen gleich. Ey, hat mega Spaß gemacht und Freunde, wir sehen uns morgen in Köln. Wir sind cool und wir sind heiß. Kinderlieb. Ja, alles fürs Video. Alles fürs Foto. Wenn ihr nicht auf Like drückt auf YouTube, Alter. Do you believe in love after love? Also, noch nicht jeder ist bereit für heute. Ich liebe deine Stadt. Das ist schon geil.
Das ist schon. Stenzel auch, spielt auch nicht. Stenzel spielt auch nicht? Warte mal. Mal, habt ihr Bock? Ja! Yeah! Auf geht's. Jetzt sollen wir die Leute, dürfen wir die gerade Leute reinlassen? Ich weiß nicht. Können wir die Leute reinlassen? Ja. Ja. Auf geht's. Ey, das sind 2 Minuten, ist die Kneipe auf. Ich denke, ist voll. Rappel voll, die ersten Stehplätze. Kurzfristig, glaube ich. Das sind die Leute. Ja. Wirklich, wir machen hier die Türen auf und das hört nicht auf, wie die Leute reinkommen, ne? Geisteskrank. Stunde noch bis Anpfiff, voll einfach. Weg! Moin Leute! Nur ganz kurze Ansage, erstmal geil, dass ihr da seid. Danke an Gottesgrüne Wiese, mega Event, wir haben richtig Bock drauf. Gestern in München war schon unfassbar geil. Wir hoffen heute natürlich geilere Spiele, ein bisschen mehr Kickbase-Punkte. Ja. Nur ganz kurz von unserer Seite, 100 Liter Freibier ab 14:30. Die sind, ich glaube, was ist der Stand momentan? Ja, läuft. Ja, viel Spaß und viele Kickbase-Punkte. Geil, dass ihr da seid. Schiss in die Elbe zu springen morgen Abend, zieht ihr heute Knauf. Aber Knauf wird auf keinen Fall über 41 Punkte machen. Doch. Knauf wird liefern, aber wir brauchen den Schwenker. Ich sehe die ängstlichen Blicke. Guck mal, der Stindl-Besitzer morgen! Der Stindl-Besitzer! Schiss hat er! Wird nichts morgen, wird nichts. In diesem wichtigen Spiel, Schwarz sagt, es ist... Erste Halbzeit ist durch in Köln, Freibier, wie lange hat es gedauert? Halbe Stunde vor Anpfiff oder so war alles weg. Erste Halbzeit hier auch wirklich das Beste, was uns passieren konnte. Bebou überraschend in der Startelf, Elber verschuldet, komplett blinde Aktion, macht dann die Hütte auf der anderen Seite aus dem Nichts. Bochum führt 2-0 gegen Hertha, also geisteskranke Spiele wirklich. Was Besseres kann nicht passieren, oder? Doch Knauf Minuspunkte wäre geil noch. Oh Junge, krank. Knauf, glaube ich, im Moment schwächster Frankfurter. Titi, sehr, sehr skeptisch. Deswegen steht auch hier gerade. Ey, wirklich. Deswegen habe ich gute Laune. Ist ordentlich was los, oder? Ey, krank, wirklich. Also Halbzeit ist ganz bisschen leerer geworden, aber draußen vor der Tür. Es wird sich nur über Bebou, Tor, Winddoppelpack, Bochum-Führung unterhalten. Wir haben gerade noch mit dem Rob hier, der das hier führte, gesprochen. Er meinte auch, richtig geil, der ist komplett zufrieden. Richtig geiler Konferenztag. Und mal gucken, was später dann beim FC noch los ist. Knauf ist ausgewechselt worden mit 31 Punkten. Kickbase ist hartes Brot. Das war's aus Köln. Wolfsburg 6-0. Bochum direkt die Aufholjagd gestartet. Kranke Konferenz gewesen. Die Leute haben es heftig gefeiert. Dürki Doppelpack. Junge, Wahnsinn. Dürki Doppelpack. User, der neben uns saß. Mittlerweile wirklich guter Bekannter, der beim Heimspiel und immer am Start ist. Dürki Doppelpack, der ist durch den ganzen Laden hier gehüpft. Also kranker Spieltag. Und Titi ist gerade so ungefähr, weiß ich nicht, wie groß ist der Stein, der dir abgefallen ist? Ich möchte es euch kurz zeigen. Knauf, 72 Punkte. Das ist meine Lebensversicherung. Ich muss nicht in die Elbe. Jetzt kommt es nur noch drauf an, was Bench morgen macht, beziehungsweise Stindl morgen macht. Ich springe nicht in die Elbe, weil Stindl morgen... Bank-Einwechslung minus 3, Bench sehen wir in die Elbe. Zieh's mal aus, Digga. Wir sehen's morgen. Titi, morgen in Titi Hamburg. Ist durch, Titi ist durch. Ich zitter morgen bis zur letzten Sekunde. Ja! Von Marvin Dux heute Abend. Aber auch wenn sie nicht liefen wie Brady.
Freundchen. Einer von uns springt heute Abend in die Elbe. Direkt dahin. Ja. Vitalisiert, gut gelaunt, am Sonntag, dem letzten Stopp hier in Hamburg. Wir sind im traumhaften Aalhaus nach einer Konferenz, die sich gestern, ja, also besser hätte man sie sich nicht vorstellen können, oder? Geistes und dann noch das Topspiel. Ich habe Puls vergessen. Vielleicht sehen wir heute den Thüram, wahrscheinlich eher nicht. Ist auch scheißegal, denn wir schauen uns dieses wunderbare Etablissement einmal an. Freibier läuft schon, gucken wir uns mal an. Gleich ist Anstoß fürs 15:30 Spiel. Komm mit, komm mit. Schon direkt vollkommen was los. Es geht gleich auch los und wir sind gespannt, wer hier die Punkte einheimsen wird. Ja, wie euer Wochenende bisher so, Kickbase-wise? Ja, stark eigentlich. Stark. 1000 Punkte. Wer ist gerade in Führung? Ja, ja. Ich. Okay. 1000 Punkte. Ich hatte gestern Wim drin. Ich hatte aber Wimmer leider für Olmo. Hier, Olmo für Wimmer leider reingepackt. Leider. Weiß man halt nicht vorher. Aber 1000 Punkte schmecken. Liter Freibier, was soll man daran nicht mögen? Nein, ist top, feiern wir auf jeden Fall. Sehr cool. Sehr coole Idee auch. Mit Aufstellung zufrieden? Ja. Aufstellung? Es war nur bitter mit Ryerson gerade zum Ende. Das habe ich nicht so gefühlt. Mein Mokoko spielt, aber Gruschungsvergeben ist natürlich immer bitter, ne? Anstatt 100 Punkte hat er jetzt 4. Auch gut. Alter, erster Schock, erster großer Schock nach Reus, auch Florian wird sich starten. Ja, was? Geht noch was? Alea kommt rein. Ich hab Hummels halt dreimal daneben geschossen, so, aber. Wird doch, wird doch. Aber die Stimmung ist cool hier, macht Spaß. Schön voll. Lars, wir standen in der Startelf. Tiddys Klauf natürlich auch in der Startelf. Und Bench hat Stindl aufgestellt. Kurzer Blick, ich erkenne keinen Stindl. Bench, Stindl nicht in der Startelf? Willst du in die Elbe? Aber der Junge, er macht schon mal, er tankt erstmal Energie noch ein bisschen. Ja, Elbe muss ich aufwärmen. Ich bin dann scheinbar später. Ohne Pause geht's weiter, jetzt Gladbach gegen Leverkusen, ohne Wirtz, ohne Stindl und mit einem Bench, der richtig Schiss hat. Ich bin auf jeden Fall dabei, wenn Player heute noch einen Doppelpack macht und wirklich mir den Spieltagssieg da holt, ich zieh das durch. Ich mach mich nackig, ich springe in die Elbe, das ist alles dabei. Kickbase bin ich voll sowas von dabei, auf jeden Fall. Dankeschön. Digga. Komm doch mal. Kickbase Broker einfach. Das habe ich getradet. Der Kollege tradet sich einfach die Millionen hier. Und trotzdem macht die Abi nur 27 Punkte in einer Halbzeit. Stark. Ja, genau. Stindl kommt rein, 55. Minute. Jetzt muss er. 41 Punkte gibt's zu knacken. Wie schaut's aus? Was hast du? 56. Stindl ist drin. 2-0 Rückstand, also mit Punkten für Niederlage wird's eng, aber Puls steigt auf jeden Fall. Stindl bekommt 35 Minuten plus Nachspielzeit. Ja, das wird sehr eng, glaube ich. Einrechnung bei Stindl, ne? Weil jetzt alle denken, dann ist er aktuell bei minus 4. Also da muss schon, also ein Assist oder großer, irgendwas Krasses muss kommen noch. Mensch, irgendwas Krasses muss kommen noch. Ja. Ja, ist doch nicht klar, weil der junge Mann. Ja. Es ist so krank, es ist so krank. Guck's an. Kann ich. Stindl. Heute ist Weihnachten, Geburtstag gleichzeitig. Fünfter Ballkontakt, vorher 16 Punkte. Keine Chance mehr, dass da irgendwas passiert. Titi versucht mich jetzt hier noch verrückt zu machen. Mein Puls fährt gerade so runter, ich bin so glücklich. Und der Kollege hat ein Problem jetzt. Oh Mann. Gekauft, Digga. Doppelpunkt hat es gekauft. Ich hab selbst nicht mehr dran geglaubt, aber Ben
Mensch hat es tatsächlich geschafft. Ich muss gleich in die Elbe. Keine weiteren Worte. Ihr seht mich als nächstes, wie ich reindippe. Im Sommer auch runterkommen. Wie willst du denn im Sommer hier runterkommen? Pass auf die Strömung auf. Ein ereignisreiches Wochenende neigt sich dem Ende zu. Ihr seht hier, das Setting ist schon etwas wild. Wir waren in München, wir waren in Köln, wir waren in Hamburg und es war ein unfassbarer Bundesligaspieltag mit all seinen Höhen und Tiefen. So sieht's aus. Deswegen uns bleibt eigentlich nur noch einen unfassbaren Dank an euch alle auszusprechen. Danke für den Support, danke, dass ihr alle vor Ort wart. Und jetzt, ihr habt es mitbekommen mit der Woche über das ganze Wochenende. Am Ende, wirklich in letzter Sekunde, hat sich das Blatt nochmal gewendet und deswegen kommen wir jetzt zum Grand Finale hier. Wettschulden sind Ehrenschulden. So sieht's aus. Willst du in die Elbe? Ich springe nicht in die Elbe, weil Stindel morgen. Bank Einwechslung. Digga, ist das steinig, Alter. Hey, Blaswig 46 Punkte. Ich stehe mich nicht in der Elbe Sonntagabend. Boah, die Welle! Die Welle kommt! Alles für Kickbase! Junge, absoluter Ehrenmann. Absoluter Ehrenmann, so hält man Wettschulden ein. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und damit macht's gut. Ciao aus Hamburg. Bis bald.